Ja, nach einer kürzeren Aufnahmepause, als ich anfangs erwartet habe, fangen wir jetzt wieder an. Und ach Mensch, ja, wenn man das Spiel hier gerade wieder anfängt, dann ist die Framerate natürlich wieder salopp gesagt im Arsch. Okay, so. Ja, ich habe wieder keine Ahnung, was zu tun ist, wie zu tun ist und was passiert, wenn ich gegen diesen Knopf. Ne? Lass ich jetzt aber ausprobieren. Was passiert, wenn ich gegen diesen Knopf springe? Ja. Es geschieht absolut gar nichts. Ach doch, die Platte da. Na Densen, das ist doch gar kein Problemelchen. Machen wir erstmal den Strahler weg. Und wenn wir jetzt dagegen springen, dann können wir irgendwo anders wieder rauskommen. Das ist normal, das macht man jetzt so. Das ist in, das ist hip. Nur wo wollen wir denn hin? Also wir springen hier rein, dann fliegen wir. Ach, Wheatley, sag mir doch einfach mal, was wir zu tun haben. Wohin kommen wir denn hier? Nicht, also das ist sieht vielversprechend aus, ist aber Mist. So, ganz knapp gesagt. Heppa, so, und ja, wir versuchen das Spiel jetzt einfach mal zu seinem glorreichen, dieses unglaublich tolle Spiel zu seinem glorreichen Abschluss zu bringen. Denn ich glaube, so lang ist es nicht mehr. Wir sind jetzt in Testkammer 11 von 19 sogar schon. Halleluja. Haben ja auch eine ganze Weile gebraucht. Also ich kenne den Let's Player, die haben das Spiel in weniger Parts beendet. Als ich. Kann man so sagen. Und ich rätsel jetzt hier trotzdem darum. Wir müssen dahin. Und kann man hier zwei nebeneinander platzieren? Das geht sogar. Ach so. Wo war denn mein Problem? Das ist ja dann recht einfach gemacht, oder? Ach nee, man landet genau in der Mitte. Ach, sagt bloß. Kann ich mich vielleicht ein Stück zur Seite bewegen, indem wir hier runterfallen? Das wäre super, da hätte ich Lust drauf. Ich glaube einfach, dass Wheatley hier bei diesem Test so viel Mist reingebaut hat, dass man den gar nicht so leicht schaffen kann. Weirdly! Was passiert, wenn ich das andere hier hinsetze? Das Blaue. Fliege ich dagegen oder fliege ich da hoch? Das bringt mich aber nur nie weiter. Oder bringt mich das was? Halleluja, so, okay, wenn ich da hochfliege. Ja. Und dann kann ich irgendwo hinschießen, vielleicht? Hier fällt gleich die Testkammer auseinander. Das hat auch was. Zack. Und gibt es hier was zu sehen? Ach! Ist auch wieder unglaublich schwer. Ja, wie mache ich das denn jetzt in der Luft? Ich muss die Portale einfach vertauschen, wenn ich da drin bin. Na, so fast. Also, fast hat's geklappt. So, und jetzt. Das Blaue muss dann an die. Nee, ja doch. Beide Portale müssen an die entgegengesetzte Position. Ach Mensch. Falsches Portal geschossen, okay. Durch und jetzt für mich das Blaue. Toll, das ersetzt natürlich nicht. Hä? Es ist ja jetzt hier wieder mysteriös. Ach. Soll ich mich eventuell in der Luft halten? Hm? Geht das irgendwie? Kann ich mich in der Luft halten? Ja, warte. Da weiß ich doch was. Nehmen wir das Portal und schießen uns das so dahin. Dann fliegen wir damit hoch. Über die Platte. Hahaha.
So und zack und jetzt haben wir gefehlt. Das Portal haben wir hier umsetzen müssen. Das klappt aber so. Glaube ich. Hoppla da. So. Springen wir rein. Über die Platte. Dann muss hier blau hin. Dann muss ich nur noch drauf fallen. Ha. Auffallend, drauffallend. Haha. So, zack. Oh, das war fail. So, zack und hochfliegen. Blau unter mich platzieren und reinfallen. Na, hat nicht ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hab ich jetzt irgendwas falsch gemacht? So. Genau, jetzt. Hä? So, wir fliegen jetzt hier so lang. Toll, aber weiter will ich ja gar nicht. Das bringt mir ja nichts. Oder doch? Nee, eigentlich nicht. So, ich will hier rüber. Jetzt ins Blaue reinfallen. Das ist gar nicht genug Schwung. Was soll denn der Mist? Der Mist. Ach verdammt. Was bringt das denn? Ich glaube, Wheatley hat mir jetzt viel zu viel Zeug gegeben und ich komme damit gerade gar nicht klar. Ach Mensch! Ich will jetzt aber auch nicht wirklich langweilen hier. Also das klappt nicht. Ich habe das eigentlich gefunden. Die Idee gefiel mir. Vielleicht muss ich mit dem Schwung von hier oben da rauf fallen. Und dann da härter reinfliegen, weil es hält mich ja auch direkt über der Platte. Aber wo sollte ich mich dann rauskatapultieren? Ich meine, das bringt mir ja nichts. So, oder doch? Ja, das war auch unglaublich toll wieder. Ja, oder ich mach das so. Einfach so hoch und jetzt. Zack. Ja, das ist, klappt auch. Hallöchen, Kubus. Ja, das ist viel zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. So, jetzt den Strahler. Jetzt so und jetzt. Ja, damit. Hoch hinaus, Kubus. Und nun? Hier kann ich doch bestimmt den Strahl unterbrechen. Ja, kann ich. Dann ist das da nicht mehr an. Bringt mir das was? Das bringt mir nichts. Aber da oben ist auch was. Das heißt, ich kann... Aha! Das heißt, ich kann mich jetzt darüber katapultieren. Ich habe den Strahlenkubus da gar nicht gesehen. So, jetzt kann ich mich... darüber katapultieren, indem ich mich dagegen schmeiße. Mit dem lustigen Ding. Zack. Jetzt habe ich nämlich den Strahlenkubus und hepp. Strahle damit in ein Portal. Gleich, wenn ich hier oben angekommen bin. Nee, das bringt mir nichts. Na gut, dann mache ich das jetzt so. Zack. Wie komme ich wieder hoch? Ich stand lebendig durch. Nee, aber es muss noch nichts. Oh.
jetzt mit das Portal mit Strahlalala, das haben wir. So. Und jetzt muss ich nur noch diese Stunde beenden. Und dafür sorgen, dass oh, das ist auch cool. Ach Gott. Was ich hier jetzt noch. Na, ja, ganz toll. So, jetzt war ich wieder ein bisschen still. Also bin ich es immer noch. Es ist total nervig. Das Rätsel hier von dem guten Willy. Dass ich nicht mal was Vernünftiges ausdenken können. So, okay. Jetzt brauche ich den Kugels nochmal. Da hoch. Und der muss ja weg dafür, damit das angeht, damit ich das hoch tun kann. Oh Gott. Kompliziert. Ach nee, gar nicht mal. Gar nicht so kompliziert. Du kipp mal da so, ne? Jetzt gehe ich hier rauf. Jetzt mache ich das Portal weg. So, jetzt kippe ich den weg. Jetzt geht das an. Jetzt nehme ich mir das Ding. Jetzt mache ich das so da drunter. Jetzt fliegt der hoch und gehe in den Schalter und dann darf ich auch gehen. Oder? Na, Wunderbärchen. Und jetzt nochmal. So. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du. Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich mach dir das Leben nicht schwer, Whitley. Ich hab's gelöst. Ich hab's geschafft. Echt jetzt. Du Screen. Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Na denn. Wird ja auch total überbewertet. So eine Funktion, die braucht kein Mensch. So eine Anlage kann auch locker mal in die Luft gehen. Das stört gar keinen. Die haben ja alle das Kleingedruckte nicht in ihrem Vertrag gelesen. Eventuell könnte die Forschungslaboratorien könnten in die Luft fliegen. Na gut, dann wollen wir mal rein hier. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon. Nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steckt. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Na gut. So. Das muss da so. Geht das da so rein? Dann geht irgendwas an. Dann fährt das da durch, okay? Okay, jetzt ist es da drüben und ich muss auch irgendwo die da rüber. So, da kann ich jetzt rüber. Hep. So, bin ich drüben und jetzt nehme ich mir den Laserstrahl. Mal gucken, was das tut, wenn ich das hier oben ranwappe. Hätte ich ja wahrscheinlich auch vorhin ausprobieren können. Ach, wunderbar. Und stelle ich mich am besten mal nach ganz außen. Ein Stück kann noch. Ein Stück noch. Oder?